Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beim Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister in Schleswig-Holstein geht es am heutigen Abschlusstag um Themen abseits des Ukraine-Krieges. Im Zentrum stehen die Auswirkungen der Klimakrise auf die internationale Sicherheit, die Konflikte im Mittleren Osten und die Terrorgefahr in Nordafrika. Gestern hatten die 7 führenden Industrienationen der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Bundesaußenministerin Baerbock bat ihren ukrainischen Kollegen Kuleba in den ARD-Tagesthemen aber um Geduld bei der Lieferung von weiteren schweren Waffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat noch mehr Druck der Weltgemeinschaft auf Moskau gefordert. Mit jedem Tag des Krieges gäbe es eine neue Gelegenheit für Russland, Instabilität auch in anderen Teilen der Welt zu provozieren, erklärte er in einer Videobotschaft. Mit Blick auf die russische Offensive im Osten des Landes wies er auf die schrittweise Befreiung der Region Charkiw hin. Bilder der Zerstörung in einem Vorort östlich von Charkiw, nicht weit von der russischen Grenze. Hier gelang es den ukrainischen Streitkräften nach schweren Kämpfen, die russische Armee zurückzudrängen. Die ersten Bewohner kehren jetzt zurück. Wir sind gekommen, um unser Haus wieder aufzubauen. Wir müssen irgendwo leben. Wir können nicht ewig in der U-Bahn leben. Währenddessen intensivieren die russischen Truppen ihre Angriffe auf Teile der Südostukraine, wie hier in Saporischschja. Dort haben Zivilisten aus der Hafenstadt Mariupol Zuflucht gesucht. Präsident Selenskyj warnt inzwischen vor weltweiten Hungersnöten. Die Welt hat bereits erkannt, dass Russlands Blockade unserer Häfen und dieser Krieg eine groß angelegte Nahrungsmittelkrise provozieren soll. Russische Offizielle drohen der Welt offen, dass es in Dutzenden von Ländern Hungersnöte geben wird. Die meisten Seehäfen des Landes sind blockiert. Der ukrainische Agrarminister warnt zudem vor großen Verlusten bei der diesjährigen Weizenernte. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Macht Chinas haben die USA und der Verband südostasiatischer Staaten ASEAN eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Auf einem Gipfeltreffen in Washington sprach US-Präsident Biden von einer neuen Ära in den Beziehungen. Zum ASEAN-Verband gehören 10 Länder, darunter Indonesien, Thailand und Vietnam. Neben wirtschaftlichen Interessen soll es bei der Zusammenarbeit laut Biden auch um die Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten gehen.